Willkommen zurück. Eine neue Folge WoW The Burning Crusade Classic. Wir leveln jetzt weiter im Nethersturm. Befinden uns wieder am Wachposten des Protektorats und haben hier südlich im Astraleum-Gebiet noch ein paar Quests zu erledigen. Mal schauen, was wir uns heute vornehmen werden. Ah, da ist noch eine Elite-Quest, aber die machen wir dann am Ende mal. Dann haben wir hier noch einen Schlüssel des Astraleums. Das können wir dann später auch benutzen für diese Quest. Okay. Gut, aber jetzt machen wir erstmal beim Stützpunkt des Astraleums noch ein bisschen weiter. Wollen ja den letzten Brocken im Nethersturm ordnungsgemäß abschließen. Und dann hauen wir erstmal hier den Auftragsmörder um, der uns beim letzten Mal ziemlich böse in den Rücken gefallen ist. Was wir jetzt brauchen, ist dieser Oberanführer. Der kann eine vorbereitete Bandage droppen. Sehr schön, dass der uns erstmal anchargt. Okay, der hat schon mal nichts getroppt. Heißt keine hundertprozentige Drop-Chance. Ah, die Archons können ebenfalls diese Bandage droppen. Okay, werden wir die mal angreifen. Ja, die scheinen die Bandage nicht jedem zu geben. Mal sehen, wann wir sie erhalten können. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Was hat er hier von einem Buff? Ah, da kriegt er weniger Schaden. Okay. Es nützt ihm nichts. Irgendwann stirbt er trotzdem. So, der Forscher droppt das nicht. Hier haben wir noch zwei Archons und einen Oberanführer. Erstmal die Akku resetten. Ah, der Archon kann auch Hämmer beschwören, die quasi mit ihm kämpfen. Ach nein, das macht der Oberanführer. Okay. Gut, und dann haben wir die vorbereitete Bandage ebenfalls erhalten. Oh, und ein schönes Lederteil mit viel Ausdauer und Schattenwiderstand. Da wird sich unser Droidentank bestimmt freuen. Das können wir mal mit auf die Gildenbank legen für ein Schattenresi-Set. In Zukunft. So. Hier drüben wäre noch eine Quest. Aber ich finde hier nichts. Ah, ist gut möglich, dass da irgendwie ein Mob auftaucht, der allerdings jetzt gerade nicht da ist, weil er besiegt wurde. Diese leeren Schlamme gehen bis zu einem gewissen Punkt und explodieren dann. Greifen mal so einen leeren Schlamm an. Den leeren Abschaum. Da passiert erstmal nichts weiter. Okay. Ja, da muss ich später nochmal nachschauen, was das genau für eine Quest ist. Werden wir zu einem späteren Zeitpunkt uns nochmal anschauen. Hier kommt jetzt erstmal nichts. Okay, ich habe jetzt hier noch ein bisschen was angegriffen, aber da ist dann nichts weiter passiert. Deswegen machen wir mal einen kurzen Cut und sehen uns gleich zu einer der nächsten Quests wieder. Bis gleich. So, das heißt, wir wollen jetzt erstmal weitere Quests hier durchführen.
Und ich habe mal geguckt auf der Karte. Wo haben wir denn hier noch was? Südosten ist noch ein Questgeber, den wir uns abholen können. Da taucht sie auch schon auf der Minimap auf. Hier unten steht er, okay. Der Agent Araxes. Und wir sollen den Anzünder benutzen, um 12 siechende Leichen zu zerstören. Alles klar. Ah, und der Kommandant Amer kommt hier mit einem Hologramm auch gleich dazu und verteilt noch ein paar Befehle. Dann werden wir doch mal hier nach oben fliegen. Ah, und hier sind diese siechenden Leichen, die kann man angreifen. Ah, und dann werden daraus parasitäre Fleischbestien. Aber wir müssen nicht die Fleischbestien killen, sondern wir müssen die Leichen vorher verbrennen, dass gar keine Fleischbestien rauskommen. Okay. Ah ja, alles klar. Und dann haben wir dazu einen Aschehaufen. Gut, die Fleischmonster müssen wir trotzdem angreifen. Ah, wenn wir zu nah rangehen, selbst mit dem Pet, kommt so eine Fleischbestie heraus. Okay. Das heißt, wir werden uns jetzt hier durch diese Mine hier unten durchkämpfen und die ganzen Arbeiter hier, ja, oder die Leichen der Arbeiter zerstören. Dabei die großen Fleischmonster besiegen und die kleinen quasi ja, versuchen nicht hervorzurufen. Der Schamane greift hier die kleinen auch mit an. Ah, jetzt haben wir hier noch kleine Fleischlinge. Ah, okay, die sind despawned. Alles klar. So, das Fleischmonster zerstören. Und die siechenden Leichen verbrennen. Alles klar. So, er baut hier fleißig Erz ab. Wir warten ein kleines bisschen, bis das Fleischmonster von der Leiche sich entfernt hat. Dass wir die in Ruhe verbrennen können. Und hier in der Höhle ist eine weitere Quest dann. Das nächste Fleischmonster. Ja, ganz schön belebt diese Mine. Aber eher von Kreaturen, die wir nicht so gern vor uns sehen. Ich muss näher ran. Ah, das war zu nah. Das war etwas zu nah. Na gut, hauen wir uns schnell um. Dann kann man nicht mal diese kleinen Fleischbestien looten. Ja. Ah, guckt, so eine riesen Reichweite reicht da aus, alles klar. So, dann gleich mit Irreführung beide Fleischmonster auf unser Pet pullen. Können wir hier auch mal ein bisschen mehr Damage gleich drücken, bevor wir Aggro ziehen. So. Ja, die Quest scheint unter uns zu sein. Das heißt, wir werden hier noch etwas tiefer in die Mine gehen dürfen. Kurz warten, bis das Quest-Item wieder ready ist. So, jetzt haben wir hier rechts den Gang und geradeaus.
würde sagen, wir gehen mal rechts rum. Hier ist auch schon wieder der Schamane von vorhin. Gar nicht gesehen, wie der uns überholt hat. Und wir verbrennen weiter die Leichen. Der möchte hier bestimmt die Erze abbauen. Hier ist noch eine siechende Leiche. Die haben wir ebenfalls verbrannt. Hier wartet gleich noch eine. So, okay. Ah, der nächste ist hier. Und dann schauen wir mal, dass wir hier oben die Quest annehmen können. Was haben wir denn hier? Agent 6 Uhr beim Zugangsschacht Zeon. Netersturm. Wir sollen Arkonus den Unersättlichen töten. Und er soll wohl hier in der Mine sein. Nur hatte ich den in dem Zusammenhang hier gar nicht gefunden. Das macht aber nichts. Werden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hier reingehen. Ja, hier war er nämlich nicht, sondern in einem anderen Gang drin. Das hat ein bisschen verwirrt auf der Minimap. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen noch eine siechende Leiche. Und wir müssen noch hier ein Item aktivieren irgendwie. Das habe ich nochmal nachgeguckt. Ja, laut Questtext befindet er sich nämlich auch in der Mine. Ist der ein Lord der Leere? Okay. Ich werde jetzt noch das Item hier oben finden, was halt direkt bei dem Agenten steht. Gott, und dann ist der Bildschirm auch noch so, dass ich hier sonst wohin geschickt werde von der Kamera. Ja, bei manchen Quests ist das mit einem Questie ein bisschen verwirrend, wenn es nicht genau da angezeigt wird oder ein bisschen weiter woanders angezeigt wird. Dann kann man da schon schnell mal falsch liegen. Bisher habe ich auch das Item noch nicht entdeckt. Jetzt hier oben. Super, direkt neben dem Questgeber. Fällt halt auch nicht auf, ne, dass da irgend so ein Gerät steht, so eine Zelle steht, die wir benutzen könnten. So. Okay. Ah, neben uns war dann wieder so eine parasitäre Fleischbestie. Wozu ist der Agent eigentlich da, wenn der gar nicht mit uns hier kämpft? Sondern einfach nur mitläuft. Macht ja auch wieder kaum Sinn. Aber okay. Wir werden uns jetzt mal aus der Höhle wieder herauskämpfen. Wir müssen hier noch eine siechende Leiche verbrennen. Ja, und hier wird es jetzt direkt in der Höhle auch angezeigt, ne? Als den kleinen Lootbeutel. Da müssten wir den Mob finden. Ah nein, das sind die Fragmente, die oberhalb sind. Okay. Aber der Mob müsste hier auch irgendwo noch mit drin sein. Ich renne jetzt mal hier aus der Höhle heraus. So schnell es geht. Brauchen jetzt die ganzen Mobs hier nicht mehr killen.
Ja, die greifen jetzt natürlich ziemlich heftig an, aber wir haben ja zum Glück unser Todstellen. Ich hoffe, es funktioniert. Ansonsten wäre das gleich der nächste Tod. Nein, hat alles funktioniert, wunderbar. Ja, super. Jetzt fängt der Agent an, rumzukämpfen. Die ganze Zeit stand er neben uns und hat nichts gemacht. Jetzt fängt er an, rumzukämpfen. Und wir kommen nicht out of fight. Was ein blöder Begleiter. So, okay. Jetzt sind wir weit genug weg. Können aufmounten. Und werden erstmal die Quests hier abgeben. Hier geht's dann weiter. Da sollen wir dann Fragmente von Dimensius noch sammeln. Und ich bin noch die ganze Zeit auf der Suche nach dem Arcanus gewesen, aber das machen wir dann in einer anderen Folge. Jetzt gehen wir erstmal die Quests ab. Einen beim Agent. Das sind die Leichen, die wir verbrennen sollten. Sehr gut. Der liefert jetzt den Bericht ab zum Kommandanten und wir sollen dann auch nochmal bei dem Transponder des Kommandanten vorbeischauen im Stützpunkt des Astraleums. Auch die Quest hier ist erstmal nicht aufgetaucht, werden wir dann auch zu einem anderen Zeitpunkt noch bewältigen. So, jetzt taucht hier rechts die Quest auf. Müssen wir erstmal wieder den Auftragsmörder umhauen. Kann ich noch nicht wirken. Und am Transponder können wir dann mit dem Kommandanten sprechen und die Sabotage-Quest abgeben. Und wir sollen jetzt den Demolierer des Protektorats zur Energieleitung finden. Nicht finden, sondern einen NPC dorthin führen, den Demolierer dorthin führen und der soll diese Energieleitung sabotieren. So rum wird ein Schuh draus. Der ist natürlich auch wieder super nett, der läuft halt einfach weiter. Interessiert den nicht, dass hier irgendwelche Gegner sind. Glücklicherweise machen hier zwei andere Spieler gleich auch noch die Quest. Und dann kann ich quasi mit meinem Mob einfach noch ein Stück weiterlaufen. Lass die beiden hier die Mobs schnell killen. Und wir gehen Stück für Stück weiter vor, um bei der Energieleitung dann die Sabotage anzubringen. Anzuwenden, besser gesagt. Ja, die Quest heute wird ein Ticken länger, weil die Sabotage-Quest dann doch sich etwas in die Länge zieht. Aber das macht nichts. Dann habt ihr das direkt in einem Video. Und das wird diese Energieleitung sein. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der jetzt noch hin will. Achso, der hat sich jetzt hier diese Energieleitung auf der anderen Seite angeguckt, welche Energien da fließen. Und wird sich jetzt aufmachen, die Energieleitung zu unterbrechen. Die anderen beiden bekämpfen in der Zwischenzeit die Mobs. Hier ist ein Archon noch gespawnt. So, und dann bauen die beiden jetzt, ne, also meiner und der von der anderen Gruppe, die bauen jetzt hier schön die Energieleitung ab, beziehungsweise werden die sabotieren.
Unsere Aufgabe besteht dann darin, in der Zwischenzeit die Gegner zurückzuschlagen. Und da hat die Quest auch schon getriggert, das heißt, die sind schon fertig. Und wir sollen uns wieder am Transponder melden und mit dem Kommandanten sprechen. Werden wir da schnell mal rüberfliegen. Da ist er sogar noch da. Und wir können uns ein Item auswählen. Und bekommen sogar eine Folgequest dann. Und wir sollen jetzt den Nexus-König Salhadar vernichten. Das ist wieder eine Elite-Quest für 5 Spieler. Das heißt, die heben wir uns mal auf. Haufen Items zum Beschwören von den Gegnern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir unsere Questreihe im Nethersturm fortsetzen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.